Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute The Haunted auf dem GurmaHD.net Server. Und Alter, dieser Spielmodus ist so gruselig. Der ist irgendwie letztens erst rausgekommen, Freitag oder Samstag oder so. Und das ist einfach mega creepy. Das ist so ähnlich wie Slenderman. Ja, schreibt doch gerade einer in den Chat, like a Slenderman. Und der eine ist der Haunted oder der Verfluchte und du musst herumgehen und Artefakte suchen. Und ja. Ammonius ist auch da und Diebchini auch. Ich werde einfach mal versuchen, gleich der Haunted zu werden. Dafür muss man schnell in die Mitte rennen. Oh, ich bin's sogar. Und jetzt muss ich versuchen, die anderen zu killen. Aber ich selber kann auch getötet werden. Also es ist schon gefährlich. Und richtig creepy auch. Aber richtig cool, dass ich jetzt auch gleich der Haunted werde. Aber nachher muss ich auch noch eine Runde machen, wo ich nicht der Haunted bin, damit ihr einfach dieses Creepy erlebt. Sorry, Dieb. Ich verstecke mich kurz hier. Flederbomb, Speed, Granate, Heilung. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Selbst wenn man der Haunted ist, ist es manchmal richtig gruselig. Mach mal kurz ein Psychospielchen. Ich sehe euch. Eigentlich sehe ich gerade gar keinen, aber egal. Da vorne war einer, den snack ich mir jetzt da. Komm schon, dich kriege ich. Einen Schlag oder so noch. So, den habe ich. Und was ich mir gedacht habe, was mega geil sein muss, wenn irgendwie Herr Bergmann oder so das in so einer Gruppe spielen und dann so wie TTT oder so. Da Papa Ma. Jetzt sind nur noch zwei. Und sie haben noch kein einziges Artefakt gefunden. Läuft. Und es gibt noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich muss die jetzt aber erst einmal finden. Ist das hier? Ja. Gebt euch dieses Versteck hier. Wenn man sich hier reinstellt und sneakt, dann ist man so OP. Aber hier ist eine Falle. Aber. So, wo sind sie? Na? Wo seid ihr? Aha, da bist du. Bisschen Psychospielchen machen. Ach, der hat sich da vercampt. Tja, keiner. Kein Problem. Das regeln wir schon. Jetzt ist nur noch Raphael. Was auch noch lustig ist, vielleicht kann ich das jetzt noch zeigen. Aber ich muss das Haus erst finden. Hier ist es nicht.
Da. Man kann sich schlafen legen. Und vielleicht könnte man, wenn man irgendwie nur zu zweit in einer Runde ist, sich so schlafen legen und dann einfach Tag machen. Jetzt ist die Frage, wo Raphael ist. Warum schreibt er schon GG? Er hat immer noch die Chance, mich zu killen. Da vorne bist du. Ich sehe dich. Oh, ich habe ihn gesehen. Wo ist er jetzt da? Okay, das ist vielleicht noch doof, dass man hier nicht rauskommt. GG. Vielleicht, ich glaube, wenn ich werde das jetzt dann auch bekomme beim Forum hinmachen, posten, dass man da nicht mehr rauskommt. Also hier wäre das vielleicht noch recht praktisch zu fixen. Genauso wie dass man sich schlafen legen kann. Und ja, einfach diese Musik macht das so creepy. Jetzt werde ich noch eine Runde hinten dran hängen, wo ich nicht der Haunted bin. Oder zumindest hoffentlich nicht, aber meistens wird man es eh nicht. Ich schreibe nur schnell, nehme auf. So. Ja, in 40 Sekunden startet die Runde. Und jetzt werdet ihr das richtig creepy sehen. Wenn man nicht The Haunted ist. Und hier, beim Team, kann man das hier da rausnehmen auch. Kann man vielleicht auch noch fixen, ist zwar nicht notwendig. Ich finde es eigentlich sogar lustig, wenn das da so ist, aber trotzdem. Einfach nur zur Information. So. 3 Sekunden und es geht los. So. Ich renne diesmal gleich weg, weil ich habe keinen Bock, direkt am Anfang zu sterben. Das Geile ist, wenn man die ganze Zeit von Anfang an sprintet und nicht gefreezt wird, oder sogar wenn man gefreezt wird, kann man dann weiter sprinten und ist schneller. Aber wenn man halt wo anrennt, dann ist aus. So, ich schaue mich hier mal am Rand um, weil da weiß ich, dass irgendwo eines ist. Vor allem das Arge ist, selbst wenn man weiß, wo die sind, man findet die nicht. Man hat einfach kaum Orientierung. Oh mein Gott. Hier ist... Oh, Alter. Ich erschrecke mich immer so, wenn die da reinkommen. Lasst mich hier raus. Oh Gott, es leben nur noch urwenige. Und wir haben noch kein Artefakt. Ich möchte jetzt auch noch ein Artefakt finden und das mal zu zeigen in der Aufnahme. Aber dazu muss ich eben, wie gesagt, erst einmal eins finden. Oh mein Gott! Ist hier eines? Nee. Da, im Friedhof ist eines. Oder sind sie doch random gespawnt? Die sind doch ein bisschen random gespawnt. Ein bisschen random sind die gespawnt, weil letztens war hier eines. Oh fuck, weil ich dachte, die sind gehen immer in derselben Position. Nein, ich bin alleine. Ich bin alleine. Die letzte Chance wäre, wenn ich ihn kill, aber das ist nicht so einfach. Angst? Hohoho.
Alter, dieser, immer diese Blumen. Die großen Blumen erschrecken mich immer nur. Ich sneak mich nur noch herum. Also man kann ihn auch besiegen, aber er ist halt stärker. Wahrscheinlich kommt er gleich von hinten. Alter, diese Musik. Im Video ist es vielleicht nicht so gruselig, aber wenn man das dann spielt, Alter, das ist so creepy. Aber ich glaube, ich sehe seinen Namen auch. Da war er nicht da. Er war doch vorher da. Ich habe Angst. Immer den Wänden entlang. Da, ich habe eins gefunden. Jetzt seht ihr auch, wie es aussieht, wenn man ein Artefakt findet. Oder wie die Artefakte aussehen. Und sonst sind dann hier so Karotten. Ich habe mal eins gefunden. Jetzt werde ich zwar eh sterben wahrscheinlich, aber egal. Boah, es ist so gruselig. Aber ich glaube, er weiß nicht, wo ich bin. Sonst wäre er schon längst hier. Aber vermutlich geht er gerade den Rand ab. Oder wartet in der Mitte auf mich. Und die Audiospur sieht gerade irgendwie urhässlich aus, ey. Ich hab so Angst. Im Prinzip ist es Slender in Minecraft. Ich verstecke mich in der Blume. Alter, der kommt doch jeden Moment hier hervor. Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Go, 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 go. Ja, nein, nein, ja, nein. Oh, ich hab's geschafft. Alter, zum Glück habe ich geschrieben, ey. Dann konnte ich ihn besiegen. Aber ihr habt gesehen, wie viele Schläge er von mir gebraucht hat. Das heißt, er ist wirklich stärker. Und ja. Oh mein Gott, dunkler Dolch, habe ich gar nicht mal mitbekommen. Warum hat man... Achso, dass man nicht... Ah, okay. Ich verstehe schon. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich habe einmal als The Haunted gewonnen und einmal als nicht The Haunted gewonnen, aber nicht indem ich alle Artefakte eingesammelt habe, sondern indem ich den Verfluchten, den Haunted, gekillt habe. Also eigentlich habe ich zweimal als The Haunted gewonnen. Und ja. Uff, das war ganz schön gruselig. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das Spielmodus gefällt, spielt den auf jeden Fall selber. Und schreibt doch was in die Kommentare und lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.